Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen zur 657. Ausgabe vom Kinocast. Hallo Kate. Hallo Erik. Hallo Chris. Happy Birthday to you. Ist nicht notwendig. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Erik. Happy Birthday to you. Mögt ihr das eigentlich auch so sehr, wenn ein Film plötzlich angefangen wird mit Singen oder so? Total, oder tanzen oder so. Wir tanzen und singen für dich, Erik. Lieber Erik, alles Liebe und Gute zu diesem wunderschönen Geburtstagspodcast. Und wir haben alles schon für dich vorbereitet. Hier ist die Torte. Ins Gesicht, Batsch. Jetzt hast du keinen Kuchen bekommen. Okay, dann müssen wir nochmal gucken. Da ist dann was schiefgelaufen in der Technik. Das tut uns sehr leid. Aber wir haben Getränke mitgebracht. Das liegt an deiner Bandbreite. Die ach schaffst so, das. Ja. Ach, natürlich, daran oder liegt. Daran. Ja, liebe Hörer, also wie ihr es mitbekommen habt, heute hat Erik Geburtstag. Trotzdem macht er Podcast-Aufnahmen, weil wenn man halt sonst kaum Sozialleben hat, macht man das eben, eben so. Und das ist eben, auch in Ordnung. Das ist es, ja. Man muss ja, mein Psychiater hat gesagt, ich muss das, die Regelmäßigkeiten einhalten hier, damit alles, ja, genau. Damit das nicht aus dem Ruder läuft. Und deswegen dürft ihr alle natürlich auch dem Erik, glaube ich, am Ende dieser Folge oder unter in den Kommentaren dann dem Erik noch zum Geburtstag gratulieren. Das wäre ganz arg schön. Man also, wird nur einmal 35. Ansonsten, unsere Amazon-Wunschlisten sind verlinkt, ne? Also. Ja. Ja, genau. Aber lass uns mal über Filme reden. Die Kate hat einen Film ausgesucht, I Care A Lot. Da ja, muss ich sagen, hatte ich erst ein bisschen Bedenken, als ich so die Story gelesen habe. Die Hauptrolle spielt Rosamund Pike und Peter Dinklage spielt noch mit, den kennt man zum Beispiel aus Game of Thrones. Und in diesem Film geht es darum, dass wir relativ schnell gezeigt bekommen, dass Rosamund Pike so ein kleines Business aufgezogen hat, wo sie ältere Personen, die keine Angehörigen mehr haben oder teilweise auch sogar noch Angehörige haben, aber diese älteren Personen in Zusammenarbeit mit so einer Hausärztin, die dann einfach für unmündig erklären lässt und die in so ein Pflegeheim einweist, wo mit dem sie auch zusammenarbeitet. Also das ist alles so ein Business, was für alle gut funktioniert, außer jetzt für die Person, die halt da eingewiesen wird, die eigentlich gar nicht pflegebedürftig ist, und die werden halt dann in dieses Pflegeheim abgeschoben und bleiben da, die werden halt richtig eingesperrt dort und müssen halt dann dort so lange bleiben, bis sie das Zeitliche segnen. Und in der Zwischenzeit, dadurch, dass Rosamund Pike als Betreuerin der Person bestellt ist, hat sie die Verfügungsmacht über deren, ja, über alle deren Besitztümer. Also sie kann die Häuser zu Geld machen, alles, was drin ist im Haus. Sie hat Zugriff auf die Bankkonten und kann da eben davon sich selber Rechnungen ausstellen für diese Betreuungstätigkeit. Und das bekommen wir so gezeigt in dem Film. Und sie, ja, die baldovern dann auch immer, sie mit ihrer Freundin, die baldovern immer diese Frauen, diese älteren Frauen so ein bisschen vorher aus, stellen sich so Dossiers zusammen, wer vielleicht ganz solvent ist und wer keine Angehörigen mehr hat. Und sie finden dann so eine ältere Frau, die war zeitlebens ganz in einer ganz guten Angestelltenposition, hat gut Geld verdient, hat ein schönes Haus, ist noch total fit und alles und scheint sehr viel Geld zu haben, und an die wollen sie ran. Und das gelingt dann auch mit ihrem Konzept, was sie da immer haben. Aber sie haben nicht damit gerechnet, dass sie doch noch einen Angehörigen hat, der das alles nicht so witzig findet, dass sie seine Mutter da eingewiesen haben. Und dieser, um den es sich handelt, ist der Peter Dinklage, seines Zeichens im Film so eine Art Mafia-Boss von der, weiß nicht, russische Mafia oder sowas. Und der schickt natürlich dann seine Leute los. Zuerst mal wollen sie die Rosamund Pike bestechen, das klappt nicht so ganz. Und dann greifen sie auch noch zu gewalttätigeren Mitteln, um die Frau da wieder rauszuholen. Ich glaube, viel mehr sollte man jetzt vielleicht erstmal auch nicht verraten zu dem Film. Es sei nur so viel gesagt, also das nimmt dann noch ganz schön andere Wendungen und Richtungen ein, mit denen ich nicht gerechnet hatte. Ich weiß nicht, wie es euch da ging. Ähnlich.
Also ich hatte ja den Trailer gesehen und deswegen auch den Film vorgeschlagen. Und den Trailer fand ich irgendwie schon sehr skurril, aber auf eine positive Weise. Und jetzt während dem Film, ich dachte erst so, oh Gott, 2 Stunden, was habe ich da wieder ausgesucht? Aber der nimmt dann wirklich eine sehr, sehr interessante und coole Wendung bis hin, wirklich bis zum Schluss. Und die mir tatsächlich gut gefallen hat. Also ich fand den Film sehr skurril. Das hat, glaube ich, der Chris auch schon gesagt, als wir ihn geguckt haben. Aber jetzt nicht negativ skurril, aber ist halt irgendwie total abgefreakt gewesen. Der hatte so eine seltsame Stimmung. Ja, manchmal war er ein bisschen lustig, obwohl es um total tragische, heftige Dinge ging. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Der war erst total ernst und dann kam wieder fast schon ein bisschen so ein bisschen Comedy mit rein und dann wieder tot ernst. Und das hat den Film irgendwie besonders gemacht. Diese Punkte, die waren auch irgendwie komisch gesetzt. Diese lustigen Punkte, die waren an Stellen, wo man es eigentlich nicht erwartet hätte. Und es hat sich halt die ganze Zeit irgendwie so weird angefühlt. Auch was dann alles so passiert ist und wo. Ja. Und was ich sehr mochte bei dem Film, jedes Mal, wenn ich da gedacht habe, okay, jetzt weiß ich, in welche Richtung der geht, dann hat er mich erstmal so ein bisschen in dem Glauben gelassen und mir dann irgendwie gezeigt, nee, guck mal hier, so geht's. Mhm, ganz genau. Ansonsten, die Thematik ist natürlich absolut furchtbar, was da passiert. Ja. Und das ist schockierend. Vor allem, dass das Gericht halt, ohne die Person zu kennen, sagt, okay, ich glaube den ärztlichen Befunden und wird schon passen. Ja, ist schon erschreckend. Ja, das ist nicht nur, ich denke mal, das findet nicht nur dort statt. Also da, als mit meiner Mutter das war, musste ich auch eine Betreuerin engagieren. Da musst du dich halt echt drauf verlassen können, dass das alles ordentlich läuft. Weil ich war ja hier und die war ja oben 400 Kilometer entfernt und so. Mhm. Aber die war echt super. Also die, und die hat mir aber auch von Fällen erzählt, die sie selber kennt, wo wirklich mit dieser Betreuungsvollmacht wirklich Schindluder getrieben wird. Und das scheint auch hier gang und gäbe zu sein. Also jetzt nicht in dem Maßstab, wie man es hier im Film gesehen hat. Aber es ist schon ein Geschäft, weil, also ich kriege das ja auch mit, ich arbeite im Sanitätshaus und wenn wir da auch Kunden anlegen, also jetzt kriegt irgendwas, irgendwelche Hilfsmittel, und es wird dann hinterlegt, an wen die Rechnungen und so gehen sollen, dann ist das meistens entweder ein Angehöriger oder ein Betreuer. Und es gibt tatsächlich auch viele aus Heimen, die alle den gleichen Betreuer haben, weil der sich quasi als Firma registriert hat und sich um mehrere Patienten gleichzeitig kümmert. Also Betreuung macht für, weiß ich nicht, in einem Heim haben wir einen Betreuer für 15 Leute. Das ist schon krass. Das ist ja erstmal jetzt per se nichts Schlechtes, ne? Wenn das ordentlich gehandhabt wird. Gottes Willen. Und da steckt auch echt viel Arbeit drin. Ich habe das gesehen, nämlich was die alles da gemacht hat mit Pflegestufe, Einstufung und mit Platz im Pflegeheim organisieren und sich da kümmern, dass da, also da ist echt viel zu tun, aber manche, ja. Und deswegen fand ich die Thematik auch, ist eher schwierig. Und am Anfang ist ja so, da wird sie als die Böse dargestellt, ne, so, wie kann sie das machen? Und die ist ja total allglatt und zieht das alles durch und behandelt die armen älteren Damen ja wie Scheiße. Und dann schwankt der Film auch so ein bisschen, dann ist sie ja an der Opferrolle und dann weiß man gar nicht mehr, zu wem man jetzt eigentlich halten soll. Und irgendwie freut man sich drauf, was ihr passiert, freut man sich ein bisschen drüber, weil sie natürlich sich scheiße verhalten hat. Aber andererseits, das schwankt halt auch so hin und her und das hat mir bei dem Film echt gut gefallen. War so ein bisschen wie bei der andere Film mit ihr, wie hieß er, der Fincher-Film Gone Girl. Da war es ja auch so. Da dachtest du, ist sie jetzt das Opfer oder nicht? Ich sehe das alles relativ ähnlich. Ja, ich habe mich jetzt mal noch zurückgehalten, weil die Thematik an sich, klar, es ist mit den älteren Menschen da so ungeduckt gehen oder dass da jetzt aus, ich sag's mal, wirtschaftlicher Sicht, ganz brutal sage ich das jetzt mal, völlig emotionslos und alles aus wirtschaftlicher Sicht zu sagen, okay, das ist ein Riesenwirtschaftsfeld, was man da beackern kann, wo man Geld machen kann mit. Was mich an dem Film echt gestört hat, ist zum einen die Sache, dass das rasend schnell alles ging. Also das war per Eilverfahren, das sofort ging, ohne groß noch Anhörung. Dann war direkt das Haus eigentlich auch schon verkauft und blablabla. Das ging mir alles
bisschen zu schnell. Da haben sie ziemlich den Zeitraffer reingehauen. Man hätte das vielleicht irgendwie anders darstellen können, aber so wie es dann auch aufgelöst wurde, war es dann innerhalb von 10 Tagen, war Haus verkauft von der alten Dame und. Das fand ich ein bisschen störend. Und dann fand ich auch so diese zweiten Bösewichte in dem Film, die fand ich einfach nur Panne teilweise. Also das Rosamund Pike, dass die so eine absolute taffe und sehr, sehr widerstandsfähige Person ist, okay. Aber das waren sie irgendwie alle gefühlt. Also die waren alle so völlig unkaputtbar, hatte ich so bis auf halt jetzt, ja, bis auf die sich so eine Kugel gefangen haben. Und das ist auch schon wieder was, es war wieder ein Film, wo ganz klar gezeigt wurde, hey, guck mal, wir brauchen keine Männer, weil es gibt genügend starke Frauen. Und das ist dann für mich immer dieses andere Extrem, wenn es immer heißt, ja, guck mal, hier die starken Männer. Das wird auch relativ am Anfang gleich angesprochen mit, ja, hier ein Mann, wenn er nicht mehr weiter weiß oder sich unsicher fühlt, dann droht er dir Prügel an oder Gewalt und bedroht dich und ha, 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 ha. Und guck doch, wie dumm die sind. Und dann gibt es auch einen, der als absoluten Schwachkopf dargestellt wird, was auch vollkommen in Ordnung ist. Nur ich denke mir immer, ey, ist doch scheißegal, ob das Mann oder Frau ist. Diese ehemaligen Rollenverteilungen und diese Sachen da aus den, was weiß ich, grauen Vorzeiten, die man da einfach hatte, mit denen auch viele dann noch aufgewachsen sind und die Frauenbilder, Männerbilder, ist doch einfach nur Kacke. Und das dann so auf die andere Schiene zu drücken und zu sagen, oh, guck mal, aber es geht auch andersrum und dann natürlich auch, ja, es gibt eine homosexuelle Beziehung, ist ja klar, muss auch drin sein. Ich fand das einfach total unnötig, weil ich da das Gefühl hatte, okay, da wird sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, auf das Zeigen, wie brutal stark eine Frau auch sein kann und sich gegen die Männerwelt durchzusetzen. Und das fand ich schade, weil... Ich glaube nicht mal, dass es da um Stärke ging, Chris. Ich glaube eher, da ging es darum, aufzuzeigen, dass wie hat es der Erik vorhin gesagt, so skrupellos. Meistens werden solche skrupellosen Rollen halt echt durch Männer besetzt. Ja, aber auch das finde ich ja komplett albern. Und die einfach drauf scheißen, wie es den Leuten geht und die unter ihnen leiden. Und es ist halt einfach diesmal durch eine Frau gespielt worden. Und ich finde, das ist ja, aber genau das ist ja der Punkt. Ist doch scheißegal, ob ich skrupellos bin, welches Geschlecht ich dann habe. Ist doch scheißegal. Wenn ich ein Wichser bin, bin ich ein Wichser. Ja, aber wie willst du es denn geschlechtslos darstellen? Nein, das habe ich überhaupt nicht gemacht. Nein, nicht falsch. Hätte der Film dir jetzt besser darstellen. Gefallen, ich würde gerne das so dargestellt wäre. Haben, dass ich erstmal ausreden darf. Danke. Und das ist halt, für mich war es übertrieben dargestellt, weil es war für mich schon wieder so ganz, ganz stark in eine Ecke gestellt mit, ja, hier und jetzt guck mal, wie stark die ist. Und es waren auch so ein paar Kameraaufnahmen, die da einfach kamen. Und das fand ich also zu krass. Kurze Frage, du hättest also besser gefunden, wenn die anderen Kumpanen, also zum Beispiel die Ärztin, keine Ärztin gewesen wäre, sondern ein Arzt. Und wenn sie nicht lesbisch, sondern heterosexuell gewesen wäre, dann wäre es besser gewesen, oder? Nein, das sage ich überhaupt gar nicht. So habe ich okay. Das überhaupt nicht gesagt. Ich wollte eine Frage. Ich sehe das eher so, es waren die ganzen Schlüsselrollen in dem Film waren fast schon krampfhaft mit einer Frau besetzt. Und es war dieser Komplott von Frauen. Und nochmal, Ich brauche das einfach nicht. Ich sage ganz ehrlich, mir ist es so wurscht, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Ich brauche da nicht diese für mich dann zu harte Darstellung und auch von den Kameraeinstellungen und alles mit, oh, guck mal hier, wie tough die ist und da reißt sie sich noch einen Zahn raus und dann lässt sie sich wieder einsetzen. Ja, es ist doch scheißegal, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Es soll einfach unterhalten. Und wenn das zu arg in eine Richtung kippt, dann nervt mich das. Und das ist egal, ob das dann zu arg Frau ist, ob das zu arg Mann ist, ob das zu arg was weiß ich was ist. Es sollte sich ein bisschen die Waage halten und ja, nicht zu viel vom Film Fokus da drauf legen. War doch eigentlich ja, aber das nicht, ganze Team von Peter Dinklage waren doch auch alles Männer. Ja, und guck, das weil Männer nein, waren es nicht. Nein. Die Frau, aber die hat ja nicht wirklich viel gemacht. Die war ja das Opfer quasi. Ja, die anderen haben auch nicht so viel gemacht. Aber also zwei Stück sind einfach umgefallen. Halt so, aber es ist halt so, dass Frauen, wenn die halt wenn die jetzt irgendwas vorhaben, wenn die irgendwas planen, dann nehmen die andere Frauen. Es ist tatsächlich so.
Ja, du planst doch auch dein, was weiß ich, die Ellie plant doch auch ihre Hochzeit oder ihr Junggesellenabschied mit ihren ganzen Freundinnen und nicht mit dem Fabi oder mit dir. Ja, was vielleicht ich mein. Also Hochzeitsplanung mit Planung Nein, von kriminellen aber, Strukturen. Aber du tust dich immer mit deinen, also mit Anführungsstrichen deinesgleichen zusammen. So wie die Männermafia, die Mafia, die ganzen Männer sind und die Hochstaplerinnen, die tun sich halt auch zusammen. Ja, weil ein Mann in der Rolle, oder gehen wir davon aus, die Ärztin wäre jetzt ein Mann gewesen. Die würde vielleicht sehen, wie lukrativ das ist und würde sich sagen, hey, ich mache die Mädels fertig, weil ich bin ja stärker als die. Das hätte ja auch sein können, dass die einfach vom Gedanken her sich eher mit Frauen zusammentun. Also wenn da ein Mann mitgespielt hätte, den Arzt, dann bin ich mir relativ sicher, wäre es ein homosexueller Arzt gewesen. Der dann so als dargestellt worden wäre. Und darum geht es mir halt. Ich brauche sowas nicht. Also ich denke immer, hey, ist doch völlig wurscht, wer das darstellt und wie es ist. Ja, wenn es gut gespielt ist und die Story das hergibt, brauche ich nicht so eine, für mich war es einfach eine übertriebene Darstellung von, oh, guck mal, wie tough Frauen sein können. Und das hat mich genervt. Wir drehen uns hier, glaube ich, ein bisschen im Kreis jetzt. Also ich fand das jetzt, also wenn es dir kein Problem ist, wer das ist, dann ist es auch kein Problem, dass es eben Frauen sind. Also von daher, also ich fand, die Geschichte war halt so aufgezogen, dass eben da die zwei Frauen zusammen das aufgezogen haben und dann damit konfrontiert werden, was dann alles damit passiert. Also ja, ich hatte damit das ist ja auch vollkommen kein Problem mit irgendeiner Form. Ich weiß nicht. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich finde das auch voll, finde ich mega in Ordnung. Finde ich auch cool. Chris, ich verstehe deinen Ansatz. Der Punkt ist einfach so dieses, ich fand in manchen Situationen das einfach viel zu krass dann dargestellt, dass man jetzt so richtig wieder mal, dass das Frauenbild pushen muss, das heißt, die können das genauso wie Männer. Natürlich können die alles genauso, wenn nicht sogar besser wie Männer. Und das ist das, wenn das so ein bisschen da ein paar Szenen einfach rausgenommen wäre, hätte ich gesagt, okay, das ist ist angenehm, okay. Aber das war einfach ein Punkt, der mich tierisch genervt hat. Aber es gab auch schon Filme, da war das noch viel schlimmer. Ja, natürlich. Es gibt auch Filme, wo es mit Männern übertrieben dargestellt ist. Also, guck doch die ganzen Actionhelden an. Guck die ganzen Bruce Willis-Filme an. So, hoho, und jetzt rette ich meine Holly, weil die Holly ist so eine Schwache. Und die, so ein Schmarrn einfach, so eine Scheiße. Was mich da noch viel eher gewundert hat, bei dem kriminellen Geschäft, was sie da aufgezogen hat, das läuft ja jetzt auch nicht erst seit gestern. Und wir haben ja gesehen, dass sie teilweise auch konfrontiert worden ist mit Personen, mit Angehörigen und musste sich da zur Wehr setzen, sage ich mal, dass sie sich da nicht noch irgendwelche Muscles mit dazugeholt hat, die dann eben mal für sie die Drecksarbeit machen. Das hat mich noch ein bisschen gewundert, weil wenn sie sich in diesem düsteren Wasser bewegt, ja, dann kommen halt auch ab und zu mal ein paar gefährliche Fische an und dann braucht sie halt auch irgendwie ein paar Leute, die sie schützen. Glaube ich nicht mal, aber ich glaube, dann wäre es auffällig, dass das was nicht stimmt. Ich glaube, außerdem hat sie ja ganz klar gesagt und auch gezeigt, dass sie keine Angst hat. Ja. Die ist ja so leicht, die hat ja leicht psychische Probleme, was das angeht. Also sie ist schon leicht Soziopathin. Also zwei, dreimal war es für mich jetzt nicht ganz nachvollziehbar, ihre Handlung, wo sie dann wirklich entscheidet, zum Beispiel, in welche Richtung geht sie jetzt? Begibt sie sich in große Gefahr und oder will sie fliehen, ja, also warum sie sich dann wirklich entschieden hat, sich in große Gefahr zu begeben, ohne jetzt nochmal zusätzliche Hilfe, das hat sich mir nicht ganz erschlossen. Aber gut, ja. So ist halt der Film und aber insgesamt ist der gut gemacht, der ist ja sogar als Krimi-Komödie betitelt. Also der hat ja echt irgendwie lustige, skurrile Szenen, ist ja auch in Großbritannien gedreht, die haben ja dann auch manchmal einen etwas abgefahrenen Humor da drüben, aber echt sehenswert, hätte ich nicht gedacht. So von der Thematik her hätte ich das echt nicht gedacht, dass der so viel hergibt, der Film. Doch, also definitiv, ja. Also von mir sogar 8 Punkte. Also ich hatte echt Spaß, kann ich nicht sagen. Also er hat mir Freude gemacht, diesen Film zu sehen, wie gut der gemacht war und wie gut die Story erzählt war, ja. Thematisch macht der Film überhaupt keinen Spaß. Ja, ich bin auch bei 8 Punkten. Ich bin bei 7 Punkten aus genannten Gründen, aber ich fand Isaac Gonzalez sehr gut. War klar. War das die Freundin? Das war Fran, ja. Ah, okay. Na gut, dann machen wir doch mal weiter. Wie sieht es denn mit nächster Woche aus? Da hatten wir ja schon mal den Tipp geäußert.
Ja, wir haben eigentlich einen Tipp geäußert, aber wie wir gerade gesprochen haben, haben wir uns ein bisschen entschieden, das über den Haufen zu werfen. Nee, wir haben uns so entschieden, den doch zu lassen. Hä, wir sprechen jetzt Kackeiern. Oder? Nein. Habe ich das falsch in Erinnerung? Wir haben gerade gesagt, also, wir ändern das nicht und nehmen den anderen einfach auch dazu. Ja, genau. Also okay, dann halt nicht. Dann ändern wir es nicht, sondern dann gucken wir morgen auf Amazon Prime Songbird. Der erste Film, der Corona thematisiert. Richtig thematisiert. Und, aber dann nehmen wir den oder den, den ich eingetragen hab. Ja, den, also den du noch, die, also da steht ja schon der Tipp drin. Ja, okay. Und dann gehen wir von Prime für die nächste Woche weg, zurück auf Netflix. Und da lautet der Tipp No. Nein. No. Neu. Neu. Nein. Sacre die neu, Heinrich, sag. Okay. Na gucken, auf Netflix. Mal schauen, was da so kommt. Und haben wir im Heimkino? Ja, haben wir was. Heimkino. Bin ja mal gespannt, wann unsere Rezensionsdisc ankommt. Der interessiert mich nämlich auch. Verrat mal aber jetzt noch nicht, was es ist. Okay, du hast Ready Player One geguckt zu Hause. Ja, wir hatten ja letzte Woche schon angeteasert, dass ich darüber sprechen möchte. Ich muss dazu ein bisschen ausholen. Wir haben den Film ja schon mal gesehen. Wir haben den auch schon mal thematisiert. Frag mich nicht, vor wie vielen Jahren das war, aber es ist schon eine Weile her. Und ich bin über einen anderen Podcast darauf gekommen, dass auf Amazon, nee, schon gar nicht, auf Spotify, das Hörbuch zum Film verfügbar ist. Und zwar das komplette Hörbuch, also nicht nur irgendeine gekürzte Lesung, sondern komplett ist es verfügbar. Und deswegen habe ich irgendwie Lust drauf gekriegt, das mal anzuhören, weil ich den Film nicht schlecht fand. Und ich irgendwas auch noch zum Anhören wollte zwischen den Podcasts. Ich bin relativ schnell von dem Buch bzw. von dem Hörbuch Fan geworden, habe das auch jetzt komplett fertig gehört und habe mir gestern, damit wir den direkten Vergleich nochmal haben, auch noch den Film angeguckt, nochmal. Und ich muss sagen, also man sagt ja oft, dass das Buch immer besser ist als der Film, weil er einfach ausführlicher ist. Das Buch ist, kann viel mehr erzählen über größere Zeitspanne und so, ne? Ist ja eigentlich immer, fast immer so. Was mich aber allerdings an Ready Player One, dem Film, extrem stört, ist, dass er teilweise, nein, eigentlich nicht nur teilweise, dass er in den Grundquests komplett anders ist. Also die Grundstory, dass eben die Welt quasi in der Zukunft lebt und alle sich in so ein Online-Rollenspiel rein versetzen und dann da auch drin laufen und so eine Kamera aufhaben und so ein Avatar haben, ist die gleiche. Auch, dass der Gründer dieser sogenannten Oasis, Hallidale, ein sogenanntes Easter Egg versteckt hat, das man findet, indem man die drei Schlüssel findet, die wiederum auch gut versteckt sind. Also man muss wirklich großes Wissen über ihn, den Schöpfer, und über seine Vorlieben und so haben, um überhaupt hinter diese Tipps zu kommen, um diese drei Schlüssel zu finden und zum Schluss das Easter Egg zu holen. Grund für diese Quest sind das Easter Egg. Der Erste, der das Easter Egg findet, bekommt das komplette Erbe von Halliday. Und hat somit die komplette Kontrolle über die Oasis, ist steinreich von jetzt auf morgen. Das ist so die Grundstory. Und Buch und Film haben eins gemeinsam, ist die Grundstory, die Charaktere. Und das war's eigentlich. Und das ist das, was mich extrem traurig macht. Die Quests sind komplett anders. Die Dynamik unter den Hauptdarstellern ist komplett anders. Die Jäger sind eigentlich so richtige Einzelkämpfer und versuchen, es gibt zwar Freundschaften unter den Hauptcharakteren, aber nie, dass sie sich für Quests wirklich zusammentun, also nur für spezielle, aber nicht, wenn es um die Schlüssel geht. Und dass sie sich auch nie im wahren Leben treffen. Oder dann erst ganz, ganz spät im Buch zum Beispiel. Und das hat mich sehr, sehr gestört, weil mich hat das Buch richtig gefesselt. Ich fand die Quests und dieses Wissen
was man dafür haben muss, um die zu lösen, sehr, sehr geil dargestellt. Und es gab unzählige Anspielungen auf Filme, Serien und ganze andere fiktive Welten in dem Buch, die mir richtig, richtig Spaß gemacht haben. Und es war sehr, sehr schade, dass im Film das komplett über den Haufen geworfen wurde. Der Film ist nicht schlecht, keine Frage. Aber es ist halt nicht das Gleiche. Es ist halt, ich kann es verstehen, wenn man einen Film macht und aus dem Buch bestimmte Sachen rauslässt, weil man den Film ja kürzen muss. Also der Film muss ja kürzer sein wie das Buch. Aber komplett Dinge umzuschreiben und komplett neu zu erfinden, finde ich schade. Und da wollte ich jetzt einfach mal drüber sprechen. Also wer den Film ganz gut fand, kann das Buch ruhig mal lesen oder das Hörbuch hören. Weil das ist wirklich, also ich würde sagen, es ist um Welten besser. Also ich habe das Buch schon vor längerer Zeit gelesen gehabt und habe mich dann gefreut, dass da der Film kommt. Mhm. Und ich mag beides. Ich mag den Film sehr, sehr gern. Weil da haben sie einfach ein paar unnötige Sachen weggelassen, die man eh nicht hätte gut erzählen können. Ich meine, das Buch galt lange als unverfilmbar. Ich habe mich dann gefreut, dass es dann überhaupt passiert ist und auch wie es gemacht wurde. Ich kann das nachvollziehen, warum jetzt da manche Sachen weggelassen wurden. Ja, damit kann ich leben und ich finde den Film trotzdem sehr, sehr gut. Also ich mag den. Ich habe 9 Punkte gegeben. Der Chris hat ihn auch schon mal besprochen hier im Kinocast am 6. Januar 2019. Ich habe ihn am 8. April 2018 besprochen. Ja, ich habe den auch wieder mal geguckt, wo der auf Sky lief. Also mir macht der echt Spaß, der Film. Ja, ich sage ja nicht, dass der Film schlecht ist. Aber ich finde es halt extrem schade, weil das Buch halt einfach... Das kannst du nicht umsetzen so. Ganz anders ist. Naja, ich finde bestimmte Dinge könnte man schon umsetzen. Vor allem abgesehen davon, dass es ja nicht nur darum geht, die Schlüssel zu finden, sondern du musst ja dann, nachdem du den Schlüssel gefunden hast, noch das passende Tor dazu finden, um dann den Hinweis für den nächsten Schlüssel. Also du musst nicht nur 3 Quests lösen, du musst 6 Quests lösen. Ja, der Film war eh schon sehr lang. Wenn du das alles noch reingebracht hattest, ich fand die Kürzung nachvollziehbar. Aber man hätte doch die Grundstory, also die Story, diese Dynamik zwischen den Avataren hätte man doch gleich lassen können. Ich finde auch nicht, dass die Darsteller in irgendeiner Weise den Beschreibungen im Buch ähnlich sind. Dann, dass die online zur Schule gehen, wurde gar nicht thematisiert. Dass, keine Ahnung, dass die in unterschiedlichen Ländern wohnen, wurde nicht thematisiert. Im Film leben die nämlich alle in der gleichen Stadt. Ja, es gab Tote, die nicht gestorben sind im Film, die einfach bis zum Ende dabei waren. Dann gab es eine Rolle, die von Ogden Morrow, die zwar im Film interessant umgesetzt wurde, aber im Buch irgendwie geil war. Dann das Basement von Age wurde überhaupt nicht thematisiert, was ja eigentlich eine der wichtigsten Rückzugsorte für die waren. Also das sind alles so Kleinigkeiten, die hätten wunderbar funktioniert im Film. Okay, dass man die Quests nicht 100% umsetzen kann, kann ich nachvollziehen, ja. Oder auch, das hat mich auch so geärgert, dass man musste unbedingt die Artemis irgendwie im Film in den Vordergrund stellen, dass sie diese Idee hatte zum zweiten Schlüssel, dass sie bei IOI intern war, was einfach im Buch nicht so ist. Da ist er der Große. Sie ist der Große, der das alles kann und der das alles weiß und der den anderen hilft. Aber nein, man muss mehr Dynamik reinbringen, indem man die Artemis auch noch zu einer Zweitheldin erkort. Das fand ich einfach schade. Der Film ist gut, keine Frage. Aber das Buch ist besser. Ja, spricht ja nichts dagegen. Ja. Der Film ist perfekt an sich, so wie er ist, weil da sind die Sachen rausgekürzt, verändert, der funktioniert an sich. Das ist ja nicht eine 1-zu-1-Verfilmung, das klappt ja nie. Also High Fidelity zum Beispiel, da geht es darum, dass er eine Top 5 von seinen Frauen, von seinen bisherigen Beziehungen aufstellt. Im Film redet er auch ständig von einer Top 5, aber effektiv besuchen tut er 4. Ja, da hat man einfach eine rausgelassen, weil sonst wäre es zu lang geworden und
Ja, ist halt so, wenn Filme umgesetzt werden, basierend auf Büchern, die Bücher kennen, sind häufig dann auch ein bisschen enttäuscht. Aber ich sage immer, der Film ist für mich jetzt was anderes. Also das kann auch Änderungen in der Story, in den Personen mit sich bringen, in relevanten Sachen. Solange wie der Film an sich gut funktioniert, ist das für mich okay. Ja. Ich habe mich davon gelöst, dass ich jetzt eine 1:1-Verfilmung von irgendwelchen Büchern sehen möchte. Ja. Okay. Es soll ein zweites Buch geben, Ready Player 2. Ich weiß noch nicht, wann es kommt. Aber ich freue mich drauf. Tja. Was sagt Google? Ready Player 2? Ready Player 2? Mal eingeben, vielleicht gibt es da was. Ich habe auch schon seit Ewigkeiten davon gehört, dass es sowas mal geben soll. Hier, Fiction Novel. Released in 2020 steht hier. Okay, scheint es schon zu geben im englischen Oder Raum. Oder wurde vielleicht verschoben wegen Corona? Im englischen Raum. Okay, cool. Ja, was gibst du da dem Film? Also dem Film gebe ich 8 Punkte. Das ist doch gut, habe ich doch, glaube ich, auch. Oder 9 hatte ich. Dem Buch gebe ich 12. 10. Das Buch ist rundum geil. Also ich habe mich nicht gelangweilt, an keiner Stelle. Gut. Ich habe nicht so viel Zeit zwischen Podcasts, weil bei mir ist die Pile of Shame bei meinem Podcast so lang. Ich hab so viel noch nicht gehört, das ist total irre, weil ich treffe irgendwie die falsche Auswahl. Für mich sind die interessantesten Podcasts meistens die, die dann auch über eine Stunde gehen oder so, 2-3 Stunden teilweise. Ah, wenn die dann einfach mal fast wöchentlich rauskommen, ey, ich komme nicht mehr hinterher. Da kann ich nicht noch ein Hörbuch hören gerade. Gut, dann gucken wir mal in die News-Rubrik rein. News. Erstes Thema, erster Top-Tagesordnungspunkt. Bevor, ganz kurz, einfach kurz reingrätschen. Ready Player 2 ist Teil eines dystopischen Science-Fiction-Romans von Ernest Cline aus dem Jahr 2020. Also das Buch kam erst 2020 jetzt raus. Und die deutsche Audio-Ausgabe, deutschsprachige Ausgabe von Ready Player 2 übersetzt, kommt am 24. März 2021. Das ja deutsche Hörbuch auch. Yay! Ist ja bald. Sozusagen. Ich will das Hörbuch haben. Das kaufe ich mir dann bei Audible oder so. Gut, also Golden Globes. Ich habe das ja mal aufgenommen, als es hier in der Nacht lief. Und habe es euch jetzt auch mal meine Aufnahme zur Verfügung gestellt. Habt ihr schon mal reingeguckt oder noch nicht geschaut? Nein. Also ich habe schon geschaut und ihr könnt euch ja denken, das ist wegen Corona, ist das jetzt nicht mit rotem Teppich und Leuten mit Mikrofonen und so weiter und auch die Halle ist natürlich kein vollbesetzter Saal. Was man gemacht hat, ist, man hat mehrere Studios in den USA installiert und hat dort jeweils eine Handvoll Leute sitzen gehabt und man hat in dem Hauptstudio in Los Angeles hat man die solche First Responder, also solche, die im Krankenhaus arbeiten oder so, solche Mitarbeiter, die aber mit großem Abstand an so runde Tische gesetzt, durften quasi die mal so Golden Globes Luft schnuppern, die eigentlich noch nie die Möglichkeit hatten und die hatten dann einen echt schönen Abend. Und da war in dem einen Studio war Tina Fey, in dem anderen war halt die Amy Poehler und die machen das ja eigentlich immer zusammen auf der Bühne und die waren aber so zusammengeschnitten. Also quasi linke Bildhälfte war Tina Fey und rechte Bildhälfte war Amy Poehler und es hat erstaunlich gut funktioniert. Also die haben wahrscheinlich nicht so mit Lags oder irgendwas zu kämpfen gehabt. Also die haben sich wirklich die Pointen gegenseitig... Da kann der SWR sich mal was abschneiden von, ne? Ja, da kann selbst hier, wenn man hier einen Twitch-Stream macht, hat man manchmal schon Probleme hier. Hat super funktioniert, fand ich. Dann haben sie natürlich auch ein paar Gäste da gehabt, die halt einzeln auf die Bühne gekommen sind, irgendwas gemacht haben oder vorgetragen haben. Oder ich fand auch, wenn sie dann, die haben da dann, normalerweise zeigen sie ja immer die Leute, die im Publikum sitzen. Wenn jetzt gesagt wird, okay, jetzt reden wir über die Kategorie, was weiß ich, beste Schauspielerin, dann siehst du ja die Leute ganz klein immer in so Fensterchen. Und hier hast du halt die Leute zu Hause gesehen. Das fand ich mal total cool. Weil du hast dann mal gesehen, ey, wie leben die so, ja, was ist da so für ein Umfeld? Dann waren manche so mit Familie und ach, wo der eine Produzent gewonnen hatte, da kam dann noch dem sein Kind reingelaufen, so, hey, du hast gewonnen. Das fand ich so süß, ey. Und dann auch so die Anna Taylor-Joy, die hat ja gewonnen für Gambit, hier Queen's Gambit. Und die war auch irgendwie völlig überrascht. Und ich fand das schön, mal zu sehen, wie die so zu Hause leben,
Dann Chadwick Boseman hat ja gewonnen, posthum. Und da hat seine Frau eine bewegende Rede gehalten. Ich fand wirklich, das war eine coole Sendung. Also durch die Schalten zu den Leuten nach Hause, ich fand es echt nett gemacht. Ich hätte mir es nicht so schön vorgestellt. Deswegen hatte ich auch, ich hatte mir das erstmal aufgenommen, aber noch nicht reingeschaut, weil ich dachte, oh, das ist bestimmt irgendwie total weird dann. Aber nee, das war echt cool gemacht. Kann ich empfehlen. Guck da mal rein. Ich habe schon. Ja, aber ich muss dazu sagen, ich habe echt gar keine Ahnung scheinbar von Filmen und sowas. Also, bester Film, Komödie, Musical, Borat. Scheiße. Und ich habe den ja so zerrissen. Das hat mir ja gar nicht so gefallen. Bester Hauptdarsteller auch, Sacha Baron Cohen. Aber ich übrigens, ne, beste Hauptdarstellerin, Rosamund Pike in I Care A Lot. Ja, deswegen wollte ich das auch mit reinnehmen. Und Nomadland, beste Regie und bester Film, bester Filmdrama. Ted Lasso auch, ja. Jason Sudeikis. Also der hat auch eine sehr schöne Rede gehalten. So viel Liebe da dafür und auch so viel Respekt da dafür für diese Leistung. Ich freue mich so, wie es auf das weitergeht. Oh mein Gott, Ted Lasso, beste Serie. Aaron Sorkin, bestes Drehbuch für Trial of Chicago 7. Das hatten wir auch hier besprochen und das fanden wir auch echt gut, wie es so gedreht war. Und der hatte auch, da war eine riesen Party bei dem. Ne? Da waren hier Kinder und Eltern und sonst was alles bei dem. Ja. Und ganz arg viel Schitt's Creek und da bin ich ja gespannt, weil ich kenne jemanden hier, die komplett austickt, weil sie das jetzt bald sehen kann. Ja, weil es kommt ein neuer Sender zu Sky Comedy und Sky Comedy hat angekündigt, dass im April, 12. April oder so, kommt endlich Schitt's Creek nach Deutschland. Yay! Die haben letztes Jahr so abgeräumt und die haben irgendwie schon 6 Staffeln oder so. Die haben auch dieses Jahr abgeräumt. Und endlich kommt es nach Deutschland. Fünf Nominierungen in 2 Awards. Also. Ja, also jetzt dieses Jahr. So. Ja, letztes Jahr haben die gefühlt alles mitgewonnen. Wollten wir noch kurz weitermachen. Bester Animationsfilm Soul, der hat auch die beste Musik gewonnen. Also total verdient. Obwohl natürlich Alexandre Desplat für Midnight Sky, Ludwig Göransson für Tenet, James Newton Howard für Neues aus der Welt. Das fand ich auch alles sehr, sehr gut diesmal. Also die musikmäßig. Da könnte es sein, dass es dann auch bei da könnte es aber sein, dass es vielleicht bei den Oscars nochmal eine Änderung gibt. Dass da vielleicht jemand von den anderen gewinnt. Mal schauen. Ja, Serie, hier The Crown, abgeräumt ohne Ende. Queen's Gambit, Mark Ruffalo, Anna Taylor-Joy, ja. Ich glaube, da haben wir es eigentlich alles. Ach ja, habe mich gefreut für Gillian Anderson, für The Crown. Ich habe zwar die Staffel, wo sie mitspielt, noch nicht gesehen, aber ich mag halt Gillian Anderson noch, der alte Akte X-Fanboy. Und ey, war echt eine coole Sendung, guckt euch das mal an. Da waren diese ganzen Längen, wenn da jetzt jemand auf die Bühne kommt, waren halt nicht da oder irgendwelche zig Einspieler waren halt nicht da, sondern haben es halt wirklich kurz und knapp aufs Wesentliche. Und auch die Stand-Up-Sachen, die gemacht wurden von Tina Fey und so, die waren echt voll gut, ey. Okay, das war das. Dann ging ja jetzt letzte Woche, gab es so eine Konferenz, wo so die Ministerpräsidenten und die Regierung sich ausgetauscht haben, wie geht's weiter. Man hatte ein sehr, relativ nahezu undurchschaubares Konzept von Stufen und Entwicklungen und man könnte dies, wenn das und so. Also ganz viele Verknüpfungen drin. Letzten Endes lese ich daraus, dass wenn alles halbwegs okay weitergeht und die Zahlen sinken, die Inzidenzzahlen vom Corona, dass dann die Kinos ab dem 22.03. auch wieder öffnen dürften. Ja, aber du darfst dann nur rein, wenn du einen tagesaktuellen Schnelltest hast. Na gut, die gibt es ja jetzt zu kaufen. Die haben wir zu Hause. Also wenn es unter 50 ist, nicht, aber 50 bis 100 dann ja. Aber Chris, es gibt ja das Inzidenzwert unter 50 und über 50. Ja, ja. Bei über 50 brauchst du den Test, bei unter 50 brauchst du ihn nicht. Ja, ja, richtig. Aber wir sind ja schon wieder über 50. Naja, dann steckt man sich halt mal das Ding in die Nase und macht den Test. Ja, ich sage nur, also es besteht Hoffnung, wenn alles richtig gut geht, dann vielleicht sogar ohne extra Test. Und die Kinos haben ja wahnsinnig gute Hygienekonzepte entwickelt gehabt. Also da hatte ich ja kein bisschen Angst, dass mir da irgendeiner zu nah auf die Pelle rückt und ich mir da was einfange. Also, da habe ich in der U-Bahn und in der S-Bahn mehr Angst. Definitiv, ja. Also toi, vielleicht kommen wir ja dahin, dass wir sogar mal wieder ins Kino gehen können. Vielleicht sogar schon im März. Mal schauen. Das wäre schön. Jetzt gucken wir erstmal in die Serien. Serien. Heute habe ich mal eine mitgebracht. Ich weiß nicht, Kate, hattest du da schon mal was drüber gesagt, über Sie weiß von dir?
Nee, ich habe aber zwei Arbeitskollegen, die mir ans Herz gelegt haben, dass ich die unbedingt angucken muss, weil die total Mindfuck sein soll. Ja, lass dir mal nicht zu viel verraten, ne? Okay. Sag ich nur. Das ist, nee, sie haben auch nicht mehr gesagt als das. Ich versuche auch da die wichtigen Klippen zu umschiffen. Also wir müssen die aber gucken für die nächste Aufnahme von Fortsetzung folgt. Und die hat mir echt so gut gefallen, da habe ich die komplette Miniserie durchgeguckt. Okay. Englischer Originaltitel Behind Her Eyes, deutscher Titel Sie weiß von dir, handelt von einer jungen Frau. Also das Ganze spielt, glaube ich, in England. Und die junge Frau arbeitet in so einer, ja, in so einer Praxis für so wo so Psychiater arbeiten. Also arbeiten mehrere Psychiater, wie so eine Arztpraxis mit mehreren Psychiatern, und sie arbeitet dort halt, ne? Und sie ist Single, sie ist geschieden, hat ein Kind und geht dann halt auch immer mal so aus, versucht Leute kennenzulernen. Und als sie dann eines Tages oder eines Abends mal wirklich denkt, okay, jetzt müsste ich mal wieder, ne? Und geht sie wirklich mal raus und legt es wirklich drauf an, dass sie mal abgeschleppt wird und so. Und sie lernt da einen Typen kennen. Da passiert aber nicht viel mit dem. Und am nächsten Tag stellt sich raus, er ist ihr Chef, ihr neuer Chef in der, also er ist Psychiater, arbeitet in der Praxis und sie arbeitet da als Assistentin dort. Und da schwelt schon so ein bisschen Spannung, erotische Spannung mit und so. Und es stellt sich aber raus, dass er eine Frau hat. Das erfährt sie auch relativ schnell. Und sie lässt sich aber dann doch irgendwie so auf eine Affäre ein und das Ganze, ja, wenn man jetzt denkt, ja, ich könnte mir denken, worauf es hinausgeht bei der Serie, falsch gedacht. Also das hat wirklich dann noch einen Effekt oder noch diverse Sachen, die ich jetzt nicht verraten möchte. Aber das nimmt noch so eine abgefahrene, geniale, gut gemachte Wendung bis hin zu einem Finale, wo ich sage, wow, ey, boah, echt gut gemacht. Also man darf da wirklich nichts verraten, wirklich nur so dieses Grundsetting. Es ist dann so, wie bei dieser Serie The Undoing, die wir auch mal, glaube ich, angesprochen hatten mit Nicole Kidman und Hugh Grant, wo die ganze Zeit auch irgendwie so ein komisches Gefühl dabei war, ne? Wer ist irgendwie schuld, wer hat was gemacht und warum und was steckt dahinter. So ungefähr ist es hier auch, denn die Frau von dem Psychiater ist eine ehemalige Patientin von ihm. Und, er hatte bei ihren Eltern damals im Haus gearbeitet, genau, und hatte sie noch aus Flammen gerettet. Und es ist alles total verrückt. Und was sich dann immer so entspinnt, was dann so in den Rückblenden erzählt wird und so, wie auch die eine Frau im Irrenhaus war und alles sowas. Das ist alles so komisch und man weiß nicht, worauf es hinausgeht. Und dann macht das da so ein paar Wendungen. Boah, Wahnsinn. Also ich kann die, ich glaube, 8 oder 9 Folgen oder wie viel das sind, oder 6 Folgen kann ich echt empfehlen. Ich habe am Anfang gedacht, oh, das ist so eine Sache hier, so Ehedrama, so die das dritte Rad da irgendwie oder, aber nee, ganz anders. Also wirklich mal Empfehlung von mir, einfach mal reingucken. Gute Darsteller, die mochte ich eigentlich alle. Die spielen echt gut. Und der Film, die Serie kann ich empfehlen. Okay, ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich sage, die Serie macht Spaß, weil das ist auch wieder so ein Ding, Spaß macht es eigentlich nicht so richtig, was man dann teilweise so miterlebt und ja, okay, jetzt hauen wir mal eine Spoilerwarnung rein, weil jetzt reden wir mal, glaube ich, über das WandaVision-Finale. Achtung, Spoilerwarnung. So, da ist es nun vorbei und wie es bei Disney Plus dastand, ist es das Series-Finale. Also ist die Serie jetzt zu Ende oder wie? Es ist, ja, anscheinend, also ich hab auch ein bisschen nachgelesen, es ist wohl anscheinend das Ende und die ein oder andere Post-Credit-Scene, die wir ja gesehen haben, ist quasi die Brücke zum Doctor Strange Teil 2. Ah, ich dachte irgendwie, war da nicht irgendwas mit Scarlet Witch dann irgendwie? Soll da nicht auch irgendwas kommen? Ja, vielleicht kommt da ja noch was. Aber das war dann eher das der ist Film, schon angekündigt. Nicht die Serie. Ach so, nee, ja, meine ich ganze, ja. Serie. Ja. Die ganze WandaVision-Serie ist die Brücke zu vielen Filmen. Zum nächsten Filmabschnitten und hauptsächlich auch zu Doctor Strange 2. Zur nächsten Phase. Zum Multiverse, was da dann passiert. Genau, zur nächsten Phase. Ja. Und das, ja. Ja. Ja.
Also gut, ja, wer jetzt hier zuhört, der hat ja sowieso die Folge gesehen und weiß, was da passiert ist. Ja. Wir haben einen Spoiler deswegen, rausgehauen. Ja, deswegen brauchen wir jetzt auch gar nicht drauf eingehen, was da jetzt alles so genau passiert. Ich möchte nur mal zusammenfassend sagen, zu der ganzen Staffel, die wir geschaut haben, es hat mich total beeindruckt, wie viel Tiefe sie der Figur gegeben haben, die für mich immer sehr flach war. Also in den Filmen, ich mochte die immer so von der Art her, ich mag die Schauspielerin, aber es blieb immer alles so an der Oberfläche und ich fand, die Figur hat auch mehr Tiefe verdient gehabt. Am Anfang, wo das losging mit diesen Sitcom-Sachen, dachte ich, oh nee, jetzt bleiben sie wieder nur an der Oberfläche. Aber jetzt kommt ja, ist ja mit dem Ende, wissen wir ja jetzt so viel mehr und das mag ich sehr. Also die haben wirklich gut hingekriegt, der Figur richtig viel Tiefe zu geben, haben die richtige Tonalität gefunden. Also gerade auch in ihre Beziehungen mit Vision und so. Also das fand ich wahnsinnig gut gemacht. War natürlich dann sehr viel Budenzauber auch mit Rumgefliege und Schießen und da, aber das war, ist ja okay, das ist ja, das mochte ich auch irgendwie. Aber das ist mir jetzt auch erst seit der Serie aufgefallen. Man sagt immer, ja, sie ist Scarlet Witch, aber in keinem Film, in dem sie bisher mitgemacht hat, wurde sie tatsächlich so genannt. Sie war immer Wanda. Da die Kräfte noch nicht hatte und es deswegen genau, noch nicht war. Richtig. Aber warum hat man dann immer zu ihr gesagt, Scarlet, also wenn man jetzt in, weiß ich nicht, wenn Nerds über sie gesprochen haben, da hat man auch immer, haben dann auch die Leute immer gesagt, ja und in Endgame, als Scarlet Witch dann das und das macht, ja nein, da war sie es ja noch nicht. Und das fand ich jetzt so toll, dass sie das in der Serie jetzt so umgesetzt haben, dass sie es jetzt halt wirklich ist und auch wo das Ganze herkommt. Und ich habe auch irgendwo in gewisser Weise richtig mit ihr mitgefühlt, dass, weil sie hat ja wirklich unfassbar viel verloren. Und hat es halt auf krasse Weise, muss man jetzt mal sagen, versucht zu verarbeiten. Auf ihre Art und Weise. Und das ist halt, fand ich richtig, richtig gut dargestellt. Und auch diese, wie du sagst, das mit den Sitcoms. Ich habe auch einen Artikel gelesen, da haben die quasi die Bilder, die ein oder anderen Bilder aus WandaVision gegenüber ihrem Part aus einer Sitcom, einer Serie aus alten Zeiten daneben gelegt. Und die Macher haben auf so viele Details geachtet. Das war so krass. Also da gibt es Szenen, da ist quasi die Treppe im Haus exakt die gleiche wie in der Vorlage, also in dieser Serie, die sie gerade spielt. Oder die Kissen auf dem Sofa sind die gleichen Kissen wie bei Claire bei Modern Family. Und das sind lauter so mini kleine Details. Das ist so cool gewesen. Ich habe das gelesen. Ich so, ja stimmt, die haben ja so recht. Das ist so krass. Und aber was ich auch sagen muss, wenn man sich mit der Thematik Marvel, mit den Filmen und dieses, vielleicht ist auch dieses Serienrückwissen, was wir jetzt haben, auch aus alten Serien, nicht so gut auskennt und nicht so in der Thematik drin ist, dann wird es schwierig, und das habe ich aus erster Hand gehört, die Serie wirklich im vollen Umfang zu verstehen. Man versteht zwar diesen Schmerz und all das, aber es gibt halt so viele Kleinigkeiten, die für die Person, die es anguckt, keinen Sinn machen. Also ich musste heute jemandem die Serie erklären und was das alles zu bedeuten hat und wer diese Gesichter waren, die sie da gesehen haben. Ich so, hey, das war doch die aus Captain America, aus Captain Marvel als kleines Kind. Rambo, sagt dir das noch was? Ah ja, ach, stimmt, ach, das war die. Und wenn man sich halt mit dieser ganzen Thematik nicht auskennt und nicht so Nerds sind wie wir, oder vielleicht sogar noch kleinere Nerds sind wie wir, wird es schwierig. Ja, wir hatten ja die, ich hatte ja die Serie vorgeschlagen, bei Fortsetzung folgt, und da haben also von den anderen, die zwei Herren, die sind nicht aktiv hier im Marvel-Universum unterwegs gewesen, und die fanden die Serie aber trotzdem ganz gut. Und ja, ganz gut natürlich, klar. Also die Person, mit der ich jetzt gesprochen habe, die fand ich auch ziemlich gut, ja. Die war einfach, meinte, es ist gut umgesetzt, der Schmerz kommt durch und so. Aber was diese Serie für die Zukunft bedeutet oder was sie für die Vergangenheit bedeutet in diesem ganzen Universum, das hat sie halt nicht verstanden. Ja. Und das verstehst du halt wirklich in dem Ausmaß nur, wenn du dich mit der Thematik beschäftigst, wenn du alle Filme vielleicht mehr als einmal sogar gesehen hast und diese ganzen Zeitlinien verstehst und so. Gibt es ja die Möglichkeit, wenn jemand Disney Plus hat und WandaVision schauen kann, dann kann er mal rüberzappen. Ja, eigentlich schon. Ja.
Ja, meine Güte, ey. War echt gut. Was für eine Serie. Auch die zwei. Darf ich auch noch was sagen? Natürlich. Gottes Willen. Weil ich habe ja schon bei Twitter geschrieben, ich muss da nochmal das Finale auf mich wirken lassen und alles. Und ich fand die Serie an sich einen sehr coolen Übergang und einen sehr, sehr schönen Einblick, was auch möglich ist außerhalb von großen Kinofilmen, dass man mit was Abgeschlossenem wirklich auch eine Brücke zu Filmen bauen kann. Zum Beispiel jetzt zu Doctor Strange 2, natürlich dann auch zu Captain Marvel zur Fortsetzung ist auch eine Brücke geschlagen, eine ganz deutliche. Aber insgesamt fand ich die letzte Folge dann doch nicht so stark wie alle anderen davor. Ich fand die Szenen mit Vision, also nicht die Kampfszenen mit Vision, das fand ich einfach wie Superman gegen Bad Superman. Das fand ich ein bisschen albern tatsächlich. Aber diese Diskussion, wo dann plötzlich entstanden ist zwischen den beiden Visions und alles, wie das sich ausging, das fand ich eine richtig coole Szene. Und dieser Moment mit dem Hexenkampf, ja, das fand ich war auch schon mal ein bisschen besser dargestellt in Marvel, im Marvel-Universum. Und insgesamt war es dann wirklich für mich auch so ein Stück weit so, dass wirklich die ganze Action, wo da passiert ist und was da abging, dass die so ein bisschen zu sehr wieder in den Vordergrund kam, was dann das Emotionale ein bisschen ausgebremst hat. Hinten raus, ja, wurde es wieder emotional, gerade für Wanda. Trotz allem fand ich, hatte die Serie bessere Folgen als die letzte. Und die letzte war keine schlechte. Ja. Ja. Die anderen waren halt irgendwie ein bisschen ruhiger. Die letzte war halt so BÄM in your face. Ja, es sind halt immer noch so ein paar Fragen offen. Warum ist der eine aus X-Men da dabei? Warum ist das dabei? Wie ist das? Wie funktioniert das? Ja, das mit dem X-Men kann ich dir erklären. Warum ist Vision farblos? Das kann ich dir erklären. Klar, man hat mit Absicht den Schauspieler aus X-Men genommen, weil X-Men in dem Jahr spielt, wie die Sitcom oder diese Episode von WandaVision spielt. Das heißt, versteht, was ich meine? Man hat den aus dem Alter genommen, in dem sie aktuell in der Episode sind. Und das ist das gleiche Jahrzehnt oder Jahr, in dem dieser X-Men gespielt hat. Deswegen dieser Schauspieler. Und zum Schluss wurde ja auch nochmal aufgeklärt, dass er nur jemand ist, der ihm ähnlich sieht. Dass er als Schauspieler angeworben wurde von Wanda, von der anderen Hexe, was weiß ich von wem. Aber er war ja gar nicht der richtige Pietro. Er sah ihm nur ähnlich. Ja. Ja, wobei ich glaube immer noch, dass da auch der große Brückenschlag wirklich zu Doctor Strange 2 sein wird. Aber das werden wir sehen. Das glaube ich auch. Es sind auf jeden Fall viele Fragen immer noch offen. Es ist auf jeden Fall, finde ich, besser gewesen, so eine Serie mit 9 Folgen zu machen, wie da einen ganzen Film drüber, weil wir haben es ja schon vorher gelernt, manchmal bei einer Buchvorlage und so beim Film musst du dann Sachen weglassen, weil es sonst zu groß und zu episch wird. Und ich denke, dass das auch ein ganz, ganz großer Testballon natürlich von MCU war, was da Marshall Erickson Cinematic Universe, von Marvel Cinematic Universe, dass da auch geguckt wird, okay, gelingt uns das wirklich, wie kommt's an? Und das kam ja dann, das war der Anfang, war ein bisschen holprig, weil viele überfordert waren, glaube ich, damit und auch gedacht haben, was zur Hölle geht hier ab? Hinten raus dann echt Fahrt aufgenommen hat und jetzt kommen ja die nächsten Serien, die stehen ja in den Startlöchern und da bin ich gespannt, wie da, weil eben die auch zu verschiedenen Zeitpunkten wieder spielen und schlag mich tot und wo die hinführen. Die werden allerdings, denke ich, auch alle Richtung Doctor Strange 2 führen, der ja komplett bombastisch werden soll. Ich habe jetzt gerade mal die Liste auf hier, die ich auch auf KinoCast im Facebook gepostet habe. The Falcon and the Winter Soldier kommt hier im März, am 19. März. Ja, das kommt jetzt übernächste Woche. Black Widow am 7. Mai. Dann Loki, 11. Juni. Also geht echt voran. 9. Juli, dann, das interessiert mich ja besonders, Shang-Chi. Ja. Dann What If im Sommer. Ja, und dann wird es schon langsam blurry hier, was dann wie kommt. Aber da gab es doch noch so eine Liste mit Serien, die ich auch mal gepostet habe, die irgendwie demnächst erscheinen, ne? Aber die finde ich jetzt gerade nicht so schnell. Die haben auf jeden Fall ein
richtig, richtig lange Liste und auch einen richtig Plan, wie, wo, was noch passieren wird und wo es hingehen wird. Ich bin da echt gespannt. Hm, ich auch. Also ich mochte das sehr, dass man das dort gucken konnte und auch so die Qualität, wie es produziert war und wie man sich Mühe gegeben hat und so. Echt cool. WandaVision. Empfehlenswert. Ja. Aber gut, wenn ihr das jetzt gehört habt, dann seid ihr eh welche, die es geschaut haben. Deswegen mache ich hier mal das Spoiler-Ende rein. Hier. Achtung, Spoiler. Okay, dann sind wir ja schon in der Rätselecke. Rätselecke. Machst du das auch so mit dem... Ja. Na, da warte, kriegst du den noch. Gut, so beklopft. Hennefinger scheiß weg da. Ist irgendwie viel lauter als die anderen. sehr schön. Als ich dafür recherchiert habe, habe ich auch überlegt, so, ich fühle mich gerade wie so Jonathan Frakes bei Fake or Fiction. Aber das hat mir sehr gut gefallen. Also, ich lese drei Dinge vor, drei Aussagen, drei Informationen nacheinander. Und ihr müsst jeweils danach sagen, ob das wahr ist oder falsch. Schieß okay? los. Ich muss überlegen, welche ich nicht nehme. David Hasselhoff und Kermit der Frosch haben dieselbe deutsche Synchronstimme. Das ist richtig. Du meinst denselben Sprecher. Dieselbe deutsche Synchronstimme. Also ja, denselben Sprecher. Selbe ja, Stimme. Ja, die Stimme haben sie nicht, weil Kermit hat also, dieselbe Synchronstimme. Wahr oder falsch? Wahr. Wenn du wahr sagst, sage ich falsch. Chris hat recht, es ist wahr. Okay. Doch, also, guck dir einfach mal eine Folge Baywatch an und mach die Augen zu. Da fehlt nur noch Applaus, Applaus, Applaus. Okay, nächste Information. Der Film Fargo beruht auf einem wahren Verbrechen im Jahr 1987 in Minnesota. Das stimmt. Wahr oder falsch, Chris? Wahr. Ich sag auch, das stimmt. Falsch. Dies war lediglich ein makaberer Scherz der Coen-Brüder, die blutige Geschichte frei erfunden haben. Ah. Also immer noch 1-0 für Chris. Okay, ist noch alles drin. Ja, ist noch alles drin. Welchen nehme ich? Ich nehme Harry Potter. den finde ich gut. Während der Dreharbeiten zu der Hobbit, wurden 235.000 Dollar allein für Kaffee ausgegeben. Das stimmt. Wahr oder falsch? Gut. Ich denke, es ist sogar mehr. Deswegen stimmt nicht. Falsch, Erik hat recht, das ist wahr. Ah. Jetzt aber 1-1, das brauchen wir eine Stichfrage. Ja. Schätzfrage. Stichfrage. Welchen nehme ich denn? Hier. Okay. In Star Trek aus dem Jahr 2009 musste man Schauspieler Zachary Quinto als Captain Spock die Finger zusammenkleben, da er es einfach nicht vollbracht hat, den Vulkaniergruß zu zeigen. Das ist richtig. Wahr oder falsch? Das ist aber kein Stechen, weil da musst du was machen, wer am nächsten dran ist. Das stimmt auf jeden Fall, das weiß ich. Du brauchst irgendwas mit einer, wo wir eine Zahl... Hab ich aber nicht. Dann sage ich das auch, dass das stimmt. Ich finde das als Stechen gut. Ja, dann sag mal beides richtig und dann... Ja, dann muss ich die nächste Frage stellen. Ja, nimm doch irgendwas mit einer Zahl. Hast du nicht was mit einer Zahl, wo wir uns irgendwie an eine Zahl ranarbeiten müssen, wo man sehen kann, wer am nächsten dran ist? Nein. Das wäre ja zum Beispiel die mit dem Kaffee wäre gewesen. Nein. Aber gut. Habe ich nicht. Und du? Sag ich, dass der Chris gewonnen hat. What? Keine Ahnung. Ich habe nur Fragen ausgesucht, ob sie wahr oder falsch sind. Schiri, wissen, wo dein Auto steht. Okay. Wir machen jetzt eine finale Frage, dann ist es quasi so ein Best of Three. Ja? Wer als erstes zwei richtige Fragen richtig beantwortet hat. Okay? Dann nehmen wir die kurzfristig die Regeln geändert. Ist egal. Wir streichen Zachary Quinto, machen ein Best of Three. Also es steht 1-1. Und wer die nächste Frage ist eine Star-Wars-Frage, richtig beantwortet. Ich habe eine Scherzfrage. Ich versuche die Lösung zu vergessen. Ich rate mit. Hat gewonnen. Und wenn ihr beide gleichzeitig, wenn ihr beides richtig habt, dann gilt der als erstes reinruft, wahr oder falsch. Okay. Wahr. Ruhe.
Während des Podrennen in Star Wars Episode 1 sieht man für einen ganz, ganz kurzen Augenblick Indiana Jones auf der Zuschauertribüne. Wahr oder falsch? Falsch. Falsch, man sieht E.T. Alter, es ist richtig. Okay. Ihr macht mich fertig. Ach nee, E.T. sieht man bei den, wo die diese... E.T. sieht man im galaktischen Rad. Ja, genau, im galaktischen Rad. So. Jetzt habt keiner von euch recht. Okay. So Schätzfragen sind schon was wert, ne? Nein. Ja, durchaus. Noch eine letzte Frage, ansonsten ist es, bin ich nächste Woche wieder dran. Wie lautet die Zahl Pi, wer am nächsten dran ist? Nein, nenne die 37. Stelle von Pi. Oh. Also, Disneys Zeichentrick-Adaption von Schneewittchen war der Lieblingsfilm von Hitler. Das stimmt. Das stimmt, das weiß ich. Deswegen hat er nämlich auch ein eigenes Trickfilmstudio in Deutschland aufgebaut, weil er genau sowas machen wollte. Ich hasse euch. Ich stelle jetzt keine Fragen mehr. Ich hasse so, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt der Erik hat gewonnen, weil er hat Geburtstag. Warte mal, jetzt gehst du mal in die IMDb. Ja? Ja. Suchst dir irgendeinen Film raus, klickst irgendwo drauf. Okay. Und fragst uns, wie lang ist die Spielzeit vom Film XY? Okay, warte. Und wer am nächsten dran ist. Jetzt kommt Harry Potter. Nein. Wir können auch einen der Harry Potter teilnehmen, ist völlig egal. Es geht nur darum, dass wir was haben, wo wir am nächsten dran sein müssen. Okay. Wie lang ist die Spielzeit von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban? 2 Stunden 20. Sag ich 2 Stunden 20, sag ich mehr. 3 Stunden. Falsch, 2 Stunden 22. Oh, ist ja fast eine Punktlandung. Okay. Boah. Ey, ich dachte, das war der lange. Das ist gut. Das machen wir jetzt immer so. Also wenn ich so eine wenn wir eine Stichfrage machen, dann machen wir immer eine Filmlänge. Ich hab andere. Ist gut. Darf ich andere machen? Weil ich habe nicht du nur, darfst auch ich andere machen. Filmlänge. Ich darf Filmlänge raten. Okay. Gut. Ich habe mir so Mühe gegeben, geile Fragen zu finden und ihr zerpflückt alles. Chris, dein Applaus. Okay, deine Fragen waren super, bloß deine Schätzfragen waren scheiße. Als Schätzfrage. Weil da war nichts zum Schätzen. Aber ich fand Best of Three jetzt auch nicht unbedingt so schlecht. Ja, hat aber auch nichts gebracht. Ja, wohl. Ihr wisst aber sonst super, alles klar. Wunderbar. So, dann verlege ich mal das Kreuzchen hier rüber zu dem Gewinner der heutigen Folge. Ja, das wohl ich. Ja, sehr gut. Nee, halt das über mich. Achtung, es ist High-Alarm. Ja, wie auch immer. Wo habe ich denn jetzt hier die Musiktipps? Hier. Music. Ich packe auf die Kinocast-Songs-Playlist von Nirvana, Polly. Ein Song, der nicht so sehr bekannt ist, den ich aber immer noch mit am besten finde. Doch, das ist gut. Ich nehme von den Fantastischen Vier den Tag am Meer. Oh, der ist auch schön. Oh. Unplugged oder normal? Welchen willst du denn haben? Den normalen. Okay. Ich nehme einen Song, der in Ready Player One dem Film vorkam. Und zwar Twisted Sisters, We're Not Gonna Take It. Sehr gut. Auf geht's, Jungs, aus Kalifornien. Genau. Jawohl, so ist das. Gut, dann sind wir ja schon durch für heute. Haben wir, glaube ich, sonstiges erstmal nichts mehr. Vielen Dank an alle, die uns auf Patreon unterstützen. Ich habe es auch letzte Woche mal auf Twitter nochmal announced, weil da kam die Patreon-Abrechnung vom vergangenen Monat. Sehr gut. Vielen Dank dafür. Ansonsten, ja, bleibt gesund, alle. Drückt die Daumen, dass wir bald wieder ins Kino gehen können. Euch vielen Dank fürs Mitmachen. Bis nächste Woche. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüssi. Bis bald im Kinocast.